Tafelwasser. Druid Wolf. Hä? Was habe ich jetzt entdeckt? Eine Region entdeckt. Das ist doch schön. Das speichern wir gerade mal. Tach! Merkwürdige Symbole. Gezähmte Bestien. Sogar eine Dryade. Das muss der Druidenhain sein. Warum auch nicht? Alles mal mitnehmen. Ältester Druide. Hallo. Ja, Was gibt es? Keine Ahnung. Ich suche Büschelkrautblüten. Wir können euch das Kraut zu einem guten Preis anbieten. Redet mit dem Mann, der sich um die heilige Eiche kümmert. Lebt wohl. Und ich weiß ja, wer das ist. Das wird dieser alte Knacker sein. Oh, was ist Weißer Wolf? Hallo, schönes Kind. Gwynblade. Gwynblade. Was heißt das? Weißer Wolf. Ihr kennt mich? Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich das hier zensieren muss, also untenrum wird's ja zensiert, oder nicht. Eigentlich ist es ja ein Spiel, gehört dazu. So. Aber, holla, schönes Kind. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Warum schließt ihr keinen Kompromiss mit den Menschen? Ihr legt alle Konzessionen als Schwäche aus und haltet jeden Akt des guten Willens für eine Falle. Ihr werdet unsere Andersartigkeit niemals akzeptieren. Ich nicht, ich Hexer. Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen, dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynblade, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Warum? Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Können wir ändern? Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Das haben wir. Das hatten wir ja schon. Das ist traurig. Lebt. Ja, pass auf, wir strengen uns mal ein bisschen. Wir beschäftigen mich gerade bei dieser Zensur. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Och Mann. Lebt wohl. Ich möchte wieder zurück. Die gefällt mir. Ohne Mist. Oh, hier ist ja noch einer. Ein Elf. Willkommen im Hain der Droiden, Reisender. Seid gegrüßt. Bist du schwul? Ein wunderbarer Ort. Ich komme wie das Fingernägel jetzt geguckt hat? Der Frieden hilft mir, meinen Geist zu reinigen. Sogar als Hexer seid ihr hier willkommen. Noch ein Wort darüber, wie ich lerne, mein Anderssein zu akzeptieren und dass ich das Zuhause finde, das ich nie hatte
und ich weine wie ein Baby. Sarkasmus offenbart nur eure Hemmungen. Oh, ein Elfenpsychoanalytiker. Ich habe Jahrzehnte unter Menschen gelebt. Eure Art ist so kompliziert wie der Aufbau eines Schlagstocks. Da hat er recht. Jahrzehnte? Wenn man so lange unter Menschen lebt, wird man ihnen ähnlicher, als einem lieb ist. Sprecht ihr aus Erfahrung, Monsterjäger? Sehr geistreich. Mein Name ist Yevhen. Reden wir. Ja? Mhm. Ich bin auf der Suche nach Heck. Dann werde ich euch um einen Gefallen bitten. Ich muss einen Brief nach Vesima bringen. Allerdings bin ich dort nicht willkommen. Als ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr den Brief Vivaldi überbringen könntet. Einem Zwerg, der in der Stadt wohnt. Würdet ihr... Mache ich. Danke. Bitte. Vivaldi ist der Brief von Mozart. Kreis der unerwünschten Macht. Okay, wir wollen speichern. Also die Triade hat mir schon mal sehr gut gefallen. Warum musst du dahin gehen, das Ding zu aktivieren? Geralt, was machst du? Oh, oh, oh! Das Irden! Ha, 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 ha! Ich habe das Irden gelernt! Das muss ich gerade mal anwenden. Oh. Treffe ich einfach so einen Wolf an. Aha, jetzt kann ich Fallen setzen. Das ist doch toll. So, jetzt habe ich aber hier den Wolfskopf bekommen oder wie, gell? Ach ja. Sehr schön, aber freut mich. Muhaha, hat sich definitiv gelohnt, hier rumzuwandern. Der Kreis der Elemente. Jetzt gucke ich mal, was hier oben ist. Dann rennen wir mitten rein und holen dieses komische Zeug. Aber wo zum Geier liegt Vesima? Achso, Ort. Welt, bitte. Da bin ich gerade. Das ist Thema Temerian. Ach genau, von da kam ich. Da habe ich mich übersetzen lassen. Muhaha. Ich habe echt noch nicht effektiv viel geschafft hier in dem Spiel. Ja, 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 ist ja gut. Weißt du was? Da. Ja. Hallo? Irgendwie ging der eben Schädelblatt, oder? Aber das Irren ist echt lustig. So, hier oben kommt wahrscheinlich nicht weiter. Also ich muss wieder in den Ort wechseln. Nein, sieht nicht so aus. Unsichtbare Wände, ich liebe sie. So, wollte ich jetzt da oben lang gehen, gell? Ganz Kraut, Nieswurz, ja, ja, Krähenauge, ja, 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 ja. Ist alles hier drin. Achso, ich wollte mal. Na komm. Ich frag gerade hier den Alten. Da bist du. Was gibt's? Was gibt's? Sie sehen alle gleich aus. Sind das nicht Wyverns? Wyverns, oh ja. Wie habt ihr sie bezwungen? Ich habe sie gezähmt durch harte Arbeit. Ich garantiere, sie stehen nicht unter Drogen und haben keine gestutzten Flügel. Seht selbst. Gab es irgendwelche Unfälle? Nur bei dem Dummkopf, der einem Wyvern die Zähne putzen wollte. Verstehe. Noch weitere Fragen? Ja, gib mal das Zeug her. So, was? Ah, Moment, hier, Pflanzen noch. Das ist doch schön. Ich habe auch viel Geld momentan. Maximale Ausdauerschuhe 300. Boah, alter Vater. 100 Petersilien. Was habe ich noch gebraucht? Ich habe sogar so. Eisenkraut? Nee, auch nicht. Pima, nein. Büschelkrautblüte, das habe ich gebraucht. Komm.
Wir sparen mich. Der Obst, so, aber hier. Wirklich dem Leser diese Pflanze zu bestimmen. Ich muss jetzt ausgewinnen, jawohl. Wäre natürlich gut, ne? Das ist natürlich sau viel, ey. Also für meine Verhältnisse jetzt wohl bemerkt. Trophäen, warum habe ich keine Trophäe? Schweinerei. Nehme ich das jetzt mit? Komm, nehmen wir das mal mit. Komm, mitnehmen. Was gibt? Komm, hier, ich brauch's. Ja, mitnehmen. So, fertig. Hab ich alles. So, einmal lesen, bitte. Ja, ja. Ich muss das lesen. Ich hab bereits gelesen, das ist schön. Kann ich dir vielleicht... Was gibt's? Ich will dir was verkaufen. Kann ich nicht! Nein! Verdammt, danke. Ja, dafür konnte ich jetzt... Habe ich noch mehr Zeug, aus dem ich Zeug gewinnen kann. Und das kann ich immer noch nicht. Ah, ich gib's doch nicht. Jawohl, also ich sitze drauf. So unbekanntes Kraut immer noch. Das ist faszinierend. Ach genau, ich habe jetzt so eine Pflanze, gell? Aber trotzdem... Könnte ich ja mal in den Wald weiter reinrennen. Wauzis. Und könnte mir noch was besorgen, da ja nun mal da was wächst. Ich nehme mal mein normales Schwert. Ich meine, das ging eben besser gegen die großen bösen Wölfe hier. Zacka. Vielleicht habe ich es aber auch nur gemeint. Ist ja egal. Na, ich meine doch nicht. Es ging gegen Wölfe besser. Oder? Ich bin gerade überfordert. So, jetzt Ruhe im Karton. Was mit euch? Wir würden so bei Gothic jetzt sagen, das war's mit dir, du Mistvieh. Hauptquest Gegenstand hinzugefügt? Ach, häutbarer Gegenstand. Boah, ich bin so doof. Man sollte weniger Drogen nehmen, mehr lesen. Hilft manchmal. Chocmac Obelisk, ich habe jetzt gerade erst Chocobo gelesen. Kraut, und man kann das Rautschulkraut mitnehmen. Das speichern wir wieder. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie so ein kleiner Feigling, weil ich die ganze Zeit am Speichern bin, aber... Okay, vielleicht bin ich auch ein kleiner Feigling. Na, ist auch egal. Super, da hinten ist wieder alles voll. Mit toten Viechern. Ach, du schon wieder. Ich könnte jetzt sagen, dass du mir ganz gehörig auf den Senkel gehst. Und damit hätte ich recht. Ich schleiche mich halt unten lang. Gule. Oh, schön. Seht schon wieder. Oh, das seid nur ihr. Meins. Nein, nicht von hinten angreifen, das ist gemein.
Habt ihr es bald. Die können aber auch schwer nerven. Oh, das sind Aalghule. Also die großen Viecher. Speichern wir. Wäre schön, wenn ich hier durch das, mir am Killen nochmal schön Level abbekommen könnte. Komm, Aalghul. Na, hier will mich auch letztlich einer ärgern, oder? Oh, das war der erste. Da ist doch irgendwas Größeres. Ach, du Vieh schon wieder. Gehst du aber auch auf den Keks? Habe ich irgendwas zum Steinwetzen dabei? Mahlstein. Tuktuwe Schaden 20%. Extra Stahlschwert, extra Silberschwert. Speichern wir nochmal. Das wäre ja furchtbar schön, wenn die Vieh mal einen Angriff was ausmachen könnten. Aber, komm. Wo hängt's? Sag mal. Ich bin tot, bevor ich an dem Vieh dran bin. Ey. Du Lappen! Was war das denn für eine miese Vorstellung zum Geier? Ist doch nicht mehr schön. Was? LMA! Das hat mir jetzt alle egal. Da drin war gesessen. Na, kommt her, Aalghule. Zacke. Du noch. Ich muss sagen, ich habe ganz schön dazugelernt. Ohne Scheiß. Wenn ich noch denke, wie jämmerlich ich noch im ersten Akt war. Gibt es echt keine Überreste von? Oh, egal. Das bin ich ja gerade ganz begeistert von mir selber. Hier ist doch irgendwas Größeres im Busch. Ach, hallo. Lass das, ich hasse das. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt.
Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Eins. Ah, jetzt kommen sie doch. Ah, ja, ja, ja. Na, 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 na. Na, 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 Batman. Ausgerechnet jetzt schon wieder. Ich wollte doch zu dem Skyartell. Wenn ich weiter zurückgehe. Das wieder verschwindet. Das wäre nämlich ganz schön.